Geschlossen. Tagesordnungspunkt 13, Betriebsbeihilfe für die Stadion Dresden Projektgesellschaft. Da war Einbringung gewünscht. Herr Dr. Lames, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schlagen Ihnen für zwei Spielzeiten vor, dass eine Betriebsbeihilfe an die Stadion Dresden Projektgesellschaft MBH gezahlt wird in Höhe von jeweils 1,5 Millionen Euro. Hintergrund ist, dass eine solche zusätzliche Förderung des Infrastrukturprojektes Rudolf-Habich-Stadion schon seit längerem praktiziert worden ist. Das ist nochmal jetzt aktuellen rechtlichen Anforderungen auch angepasst worden und wird in dieser Form jetzt von uns vorgeschlagen. Die Haushaltsmittel dafür hat der Stadtrat im Doppelhaushalt auch schon beschlossen, auf der Grundlage einer von uns als grundsätzlich auch empfundenen Erklärung in früheren Zeiten. Es ist noch ein Punkt letztlich offen, deswegen sind daran Bedingungen noch mal geknüpft, dass nämlich der Verein Dynamo Dresden dem mit dieser Leistung in die kommunale Infrastruktur eine wettbewerbsfähige und marktkonforme Miete auch ermöglicht werden soll, dass der nochmal nach steuerlicher Optimierung und einer für ihn günstigen steuerlichen Beurteilung strebt, in Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden. Das werden wir dann nochmal abwarten, ehe wir dort die Unterschrift dann endgültig leisten. So ist die Beschlussfassung jetzt vorgesehen. Und ich kann zusammenfassend vielleicht eins sagen. Wir leisten hier einen Beitrag für eine kommunale Sportinfrastruktur. Wenn Sie die Aufwendungen der Landeshauptstadt für diese Infrastruktur Rudolf-Habich-Stadion pro Jahr nehmen und rechnen die dann um auf die Besucher nur der Heimspiele von Dynamo Dresden, dann kommen Sie zu einer Leistung von ungefähr 5 € pro Besucher. Das ist ein Punkt, der angesichts dieser großen Ausstrahlungskraft dieses Stadions, der Freude und dem Spaß und der Identifikation, die so viele tausend Menschen da mindestens mal 17 Mal und vielleicht hoffentlich auch noch ein paar Pokalspiele, erfolgreiche Pokalspiele dazu in diesem Stadion haben, glaube ich, ein sehr gut angelegtes Geld für die kommunale Infrastruktur Rudolf-Habich-Stadion. So, es war ohne Debatte vereinbart, insoweit nur die Einbringung. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, keine Nein, 2 Enthaltungen, damit so angenommen.